In den geheiligten Hallen unserer gemeinsamen Vergangenheit, verhüllt von den Schleiern der Zeit, hallt die Erzählung einer Ära voller Tradition und starren gesellschaftlichen Normen wider. Willkommen im Mittelalter, einem Zeitraum, der vom 5. bis zum späten 15. Jahrhundert reicht, einer Zeit, in der Verbindungen nicht immer aus Liebe geboren wurden, sondern durch Macht, Allianzen und den Austausch von Reichtum diktiert wurden. Wie fühlen Sie sich beim Bild einer schüchternen Braut von zartem Alter, wie der berüchtigten Margaret Beaufort, die im zarten Alter von 12 Jahren verheiratet und gebettet wurde? Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der Liebe oft nur eine Randnotiz zu den harten politischen Realitäten des Tages war? Ehe, insbesondere unter dem Adel, war eine Transaktion, ein Geschäft, das zur Konsolidierung von Macht und Reichtum abgeschlossen wurde. So war es bei dem Herzog von Normandie, Wilhelm dem Eroberer, der in seinen frühen 20ern mit Mathilde von Flandern verlobt war, als sie noch ein Kind war. In der Nacht einer solchen Vereinigung standen Rituale, die in Aberglauben getränkt waren, im Mittelpunkt. Die Hochzeitsnacht war ein Spektakel und oft wurde das Ehebett zu einer Bühne, mit dem grausamen Brauch, den blutigen Beweis der Reinheit der Braut zur Schau zu stellen. Dies war eine Welt, in der Privatsphäre ein Privileg war, das sich nur wenige leisten konnten, insbesondere in der sogenannten Nacht der Nächte. Wenn wir uns in die Bräuche vertiefen, erinnern wir uns an die Worte von Geoffrey Chaucer aus seinen legendären Canterbury Tales. Ehe ist ein Elend und ein Weh. Eine passende Stimmung für die jungen Bräute des Mittelalters, würden Sie nicht sagen? Begleiten Sie uns auf eine Reise zurück in die Zeit, während wir die Schichten des Mittelalters abtragen, die Wahrheit hinter Zwangsehen aufdecken und die beunruhigenden Rituale der Hochzeitsnacht enthüllen. Willkommen im Tagebuch von Julius Caesar. Ein Teppich voller Versprechen. Die Feinheiten der Verlobung im Mittelalter. In dem wirbelnden Nebel der Geschichte, wenn wir zurück ins Mittelalter reisen, war das Konzept der Ehe weit entfernt von den heutigen Vorstellungen von Romantik und individueller Wahl. Verlobung war nicht eine spontane Zuneigung, sondern ein sorgfältiger Prozess, getränkt in Verhandlungen, Verträgen und familiären Strategien. Stellen Sie sich die Pracht des englischen Hofes im frühen 12. Jahrhundert vor, wo König Heinrich I. Vorkehrungen für seine Tochter Mathilda traf, um den zukünftigen heiligen römischen Kaiser Heinrich V. zu heiraten. Diese Verhandlungen waren ein komplizierter Tanz, eine sorgfältige Balance von Macht, Prestige und finanziellen Überlegungen. Solche Verbindungen handelten nicht vorrangig von Liebe, vielmehr fungierten sie als strategische Allianzen, entworfen, um Macht, Land und Reichtum zu konsolidieren. Die Worte von Augustinus von Hippo aus früheren Zeiten halten noch stark wider. Der Hauptgrund für die Ehe ist nicht der Mann und die Frau, sondern der Nachwuchs. In der Opulenz der italienischen Stadtstaaten während des 14. Jahrhunderts waren Verlobungsverträge ernste Angelegenheiten. Jedes Detail wurde sorgfältig dokumentiert, unter Berücksichtigung der Mitgift, die Geld, Land und andere wertvolle Vermögenswerte einschloss. Diese Dokumente bieten ein Fenster zu den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen der Zeit. Francesco Dattini, ein reicher Kaufmann aus Prato, Italien, hinterließ ein umfangreiches Archiv von Briefen und Dokumenten, einschließlich seines eigenen Verlobungsvertrags. Er präsentiert den pragmatischen Ansatz der Verlobung, diskutiert die Mitgift, die vertraglichen Verpflichtungen und sogar die Strafen für die Auflösung der Verlobung. Fokussiert auf den sozialen Rang, ist es faszinierend, wie entscheidend das Konzept des gleichen Standes während dieser Zeiten war. Ehen, insbesondere unter Adel, zielten darauf ab, soziale Hierarchien zu erhalten und die Machtstruktur aufrechtzuerhalten. Daher verlobten Eltern ähnlicher Ränge oft ihre Kinder miteinander. Dies spiegelt sich in dem oft zitierten Spruch der Ära wider: Heirate denjenigen, für den du passend bist, wenn du ohne Ärger leben willst. Auch in den unteren Ebenen der Gesellschaft waren Verlobung und Ehe Gegenstand sorgfältiger Überlegungen. Es war keine Ära der großen romantischen Gesten oder höfischen Liebe für den durchschnittlichen Einzelnen. Vielmehr waren praktische Bedenken wie gegenseitige Kompatibilität, geteiltes Berufsbild und familiäre Zustimmung von größter Bedeutung. Anekdotische Berichte aus mittelalterlichen Manuskripten beschreiben Fälle, in denen junge Paare, die in der Kindheit verlobt worden waren, starke Bindungen und Zuneigung zueinander entwickelten, eine andere Art von Liebesgeschichte, die aus arrangierten Anfängen entstand.
Die Verlobung hatte auch eine spirituelle Dimension. In den Augen der Kirche, die in der mittelalterlichen Gesellschaft erheblichen Einfluss hatte, galt die Verlobung als eine Art Vorehe, eine Vorbereitungszeit. Dies wurde vom 4. Laterankonzil im Jahr 1215 besiegelt, das verfügte, dass das verlobte Paar als geistig verheiratet betrachtet werden sollte. Dies bot eine schützende Schicht, die jegliche ungebührliche Einmischung in die Vereinigung durch externe Kräfte entmutigte. Erzwungene Verlobungen waren in dieser Ära auch nicht ungewöhnlich. Der berühmte Fall der französischen Adligen des 15. Jahrhunderts, Jeanne de Clisson, hebt dies hervor. Als junges Mädchen wurde sie gezwungen, einen viel älteren Mann zu heiraten, um die Allianzen ihrer Familie zu festigen. Trotz eines solch traumatischen Anfangs entwickelte sich ihr Leben zu einer Saga der Rache gegen die französische Krone und bot eine eindringlich anschauliche Erzählung der mittelalterlichen Zeiten. In diesem reichen Teppich des mittelalterlichen Lebens war die Verlobung mehr als eine Vereinbarung zwischen zwei Individuen. Sie war ein Dreh- und Angelpunkt im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Gefüge. Jede Verlobung, jede Ehe war ein Faden, der Familien, Gemeinschaften und Nationen näher zusammenwebte und das charakteristische Muster des Mittelalters formte. Kostbare Versprechen. Die Rolle und Bedeutung der Mitgift und Brautpreis im Mittelalter. Machen Sie eine Zeitreise zurück ins Mittelalter und werden Sie Zeuge des faszinierenden Geflechts von Eheverhandlungen, von denen Mitgiften und Brautpreise einen wesentlichen Teil bildeten. Der diesen Zahlungen zugeschriebene Wert ging weit über die ausgetauschten physischen Güter hinaus. Sie repräsentierten Ehre, Status und sogar Überleben in den harten Realitäten der mittelalterlichen Welt. Nehmen Sie zum Beispiel die Geschichte von Eleonore von Aquitanien, einer der reichsten und mächtigsten Frauen des 12. Jahrhunderts in Europa. Ihre Ehe mit Ludwig dem 7. von Frankreich ging mit einer gewaltigen Mitgift einher, die weite und wohlhabende Provinz Aquitanien. Eleonores Mitgift war nicht nur ein Geschenk von der Braut an den Bräutigam, sondern ein politisches Manöver, das Allianzen festigte und die europäische Machtlandschaft neu formte. Als ihre Ehe später annulliert wurde, wurde die Rückgabe der Mitgift zu einem strittigen Thema, das beinahe einen Krieg auslöste. Von den majestätischen Höfen des Königtums wechselt die Erzählung zu bescheideneren Einstellungen unter den Gemeinen. Die Seiten des Domesday Book, einer Aufzeichnung von Grund- und Vermögensbesitz in England aus dem Jahr 1086, geben Einblicke in die Funktion der Mitgift unter gewöhnlichen Leuten. Eine typische Mitgift konnte persönlichen Besitz, Land und Vieh umfassen, alles über Jahre mühsam angesammelt. In Abwesenheit moderner Bank- oder Versicherungssysteme stellte die Mitgift die Widerstandsfähigkeit einer Familie gegen unerwartete Katastrophen dar. Vertieft man sich in die Feinheiten des Brautpreises, richtet sich der Fokus auf Osteuropa. Hier hatte der Kalym, eine übliche Zahlung von der Familie des Bräutigams an die der Braut, das Sagen. Es ging nicht nur um den Geldwert. Oft waren Gegenstände mit bedeutender kultureller oder symbolischer Bedeutung Teil des Kalym. Der byzantinische Kaiser Konstantin VII. Beleuchtet in seinem Buch De Administrando Imperio diese Praxis unter den Ostslawen und zeigt die gesellschaftlichen Normen und Werte auf, die sie reflektierte. In Island des 13. Jahrhunderts, eingefangen in den Seiten des Gragas oder der Graugansgesetze, finden wir den Mundra, eine einzigartige Form des Brautpreises. Es war nicht nur eine einfache Transaktion, sondern eine Garantie für die Rechte der Braut in ihrem neuen Zuhause. Im Falle einer Misshandlung wurde es zurückerstattet, was ein Maß an Sicherheit für die Frau in einer arrangierten Ehe gewährleistete. Solche Geldtransaktionen waren nicht ohne Kontroversen. Der bekannte Philosoph Thomas von Aquin rang im 13. Jahrhundert mit der Moral des Brautpreises. Er argumentierte, dass sie nicht als Kauf einer Frau angesehen werden sollten, sondern eher als Zeichen des guten Willens und ein Versprechen der ernsthaften Absichten des Bräutigams. Interessanterweise bestehen in einigen Kulturen diese Traditionen bis heute. In vielen Teilen Indiens hat die Mitgift immer noch eine soziokulturelle Bedeutung, was auf ihre tiefen Wurzeln in historischen Praktiken hinweist, obwohl sie auch zu einer Ursache von sozialen Problemen geworden ist. Zeitreisend spielte die Rolle von Mitgift und Brautpreis viel mehr als nur eine wirtschaftliche Transaktion. Es spiegelte die gesellschaftlichen Strukturen, Normen und Werte der Epoche wider. Es beeinflusste das Machtgleichgewicht, es bot Sicherheit
und diente manchmal als Instrument der Diplomatie. Im Wesentlichen waren Mitgift und Brautpreis mehr als nur der Austausch von Reichtum. Sie waren die unausgesprochenen Versprechen von Engagement, Schutz und Ehre. Tänze der Hingabe, die Evolution von Werbung und Liebe im Mittelalter. Stellen Sie sich das sanfte Gewebe eines mittelalterlichen Wandteppichs vor, der einen Ritter, seine Dame und eine aufblühende Bindung darstellt, die das Physische überschreitet und in die Sphäre des Spirituellen eintritt. Dies ist höfische Liebe, ein Konzept, das im 11. und 12. Jahrhundert in den Vordergrund trat und frühere Vorstellungen von Liebe und Beziehungen im Mittelalter auf den Kopf stellte. Die Geburtsstätte der höfischen Liebe war die Region Okzitanien, das heutige Südfrankreich. Diese Form der Liebe, die in Liedern und Geschichten idealisiert wurde, war größtenteils eine Erfindung der Troubadoure, der Dichtermusiker der Region. Einer der bekanntesten war Wilhelm IX., Herzog von Aquitanien, der viele Verse dem unerwiderten oder nicht vollzogenen Liebe widmete und damit den Ton für die Tradition der höfischen Liebe setzte. Höfische Liebe existierte oft außerhalb der Ehe und war gekennzeichnet durch eine feudale Beziehung zwischen einem Ritter und einer Adligen. Der Ritter würde schwören, große Taten zu vollbringen, um die Gunst seiner Dame zu gewinnen, obwohl sie oft nicht zusammen sein konnten. Dieses Thema wird in der 12. Jahrhundertgeschichte von Tristan und Isolde erkundet. Eine tragische Liebesgeschichte, die das Konzept der höfischen Liebe verkörpert. Ihre Liebe, verboten und doch zutiefst leidenschaftlich, die sich in Flüstern und geheimen Treffen abspielte, wurde zu einem Testament für den unbezwingbaren Geist des Herzens. Dante Alighieri, der renommierte italienische Dichter, brachte eine einzigartige Wendung in die höfische Liebe in seinem Meisterwerk La Vita Nuova. Seine Bewunderung für Beatrice, eine Frau, die er aus der Ferne bewunderte, wurde zur Grundlage für eine neue Art von höfischer Liebe, eine, die intensiv persönlich, aber unerreichbar war. Dantes Liebe war mehr spirituell als physisch, eine Form der Verehrung, die Beatrice zu einem göttlichen Status erhob. Seine Worte »Liebe und das sanfte Herz sind eins und dasselbe« fassen seine Sicht auf diese erhabene Form der Liebe zusammen. Jedoch war die höfische Liebe nicht die einzige Form der Liebe, die im Mittelalter blühte. Unter den gewöhnlichen Menschen nahm die Liebe eine pragmatischere Form an. Persönliche Kompatibilität, gemeinsame Arbeit und gegenseitiger Respekt waren entscheidend. Ein Ehemann und eine Ehefrau arbeiteten zusammen, führten ihren Haushalt und zogen ihre Kinder auf. Obwohl weniger glamourös als die höfische Liebe, war diese Form der Liebe genauso echt und tiefgreifend, geboren aus gemeinsamen Erfahrungen und den Notwendigkeiten des Lebens. Allerdings sah das Mittelalter auch eine Veränderung hin zur romantischen Liebe innerhalb der Ehe. Im 13. Jahrhundert begann die Kirche, die Bedeutung der gegenseitigen Zustimmung in der Ehe zu betonen. Diese Veränderung, die in Werken wie »Der Roman der Rose« festgehalten ist, deutet auf eine wachsende Anerkennung der emotionalen Verbindung innerhalb der Ehe hin. Diese Erzählungen beinhalteten oft Geschichten von Individuen, die zahlreiche Hindernisse überwinden, um mit ihrer auserwählten Person zusammen zu sein, und zeigten eine dramatische Veränderung in den gesellschaftlichen Ansichten über Liebe und Ehe. Jugendliche Verlobungen und eheliche Reife. Ein Einblick in das Heiratsalter im Mittelalter. Im Zeitgewebe stehen das Mittelalter als eine Epoche einzigartiger Bräuche und Praktiken heraus, unter denen die ehelichen Traditionen eine besondere Faszination ausüben. Und innerhalb dieser ist vielleicht einer der faszinierendsten Aspekte das Alter, in dem Männer und Frauen typischerweise heirateten. Die Kirche, eine prominente Institution der Periode, setzte das Mindestalter für die Ehe auf 12 für Mädchen und 14 für Jungen. Die Realität war jedoch nuancierter und variierte stark je nach gesellschaftlicher Klasse und geografischer Lage. In Gebieten wie Skandinavien neigten Paare dazu zu heiraten, wenn sie weit in ihren Zwanzigern waren, was ihnen genügend Zeit gab, die Fähigkeiten und Ressourcen zu erwerben, die für die Gründung einer Familie notwendig waren. In Regionen wie Südeuropa waren frühe Ehen hingegen häufiger. Unter dem Adel waren frühe Verlobungen die Norm, oft getrieben von strategischen Überlegungen und nicht von emotionaler Kompatibilität. Ein Paradebeispiel ist die Union von Isabella von Angoulême und König John von England. Im zarten Alter von 12 Jahren wurde Isabella in den Brennpunkt politischer Manöver und Machtkämpfe gestoßen.
Obwohl die Ehe mehr eine strategische Allianz war, spielte Isabella später eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Zukunft der Plantagenet-Dynastie und gebar 5 Kinder, die die Geschichte Englands erheblich beeinflussen würden. Kontrastieren Sie dies mit den gewöhnlichen Menschen des Mittelalters, die in der Regel später im Leben heirateten. So heirateten beispielsweise im 14. Jahrhundert in England, wie die Aufzeichnungen des Grundherrngerichts belegen, die meisten Bräute und Bräutigame in ihren späten Teenagerjahren oder frühen 20ern. Dies war weitgehend auf wirtschaftliche Überlegungen zurückzuführen, da das Paar genügend Ressourcen erwerben musste, um einen separaten Haushalt zu gründen. Eine weitere faszinierende Facette ist die Altersunterschiede zwischen den Partnern. In der Regel waren Männer älter als ihre Bräute, oft um eine erhebliche Anzahl von Jahren. Dies galt insbesondere für den Adel, bei dem das Alter und der Status des Bräutigams die Jugend der Braut oft in den Schatten stellten. Doch einige Verbindungen widersetzten sich der Norm, wie die der byzantinischen Kaiserin Theodora und Kaiser Justinian. Obwohl Theodora deutlich älter war als Justinian, war ihr Einfluss tiefgreifend und prägte den Verlauf der Geschichte des Byzantinischen Reiches. Trotz der Kirchengesetze waren frühe Ehen nicht ohne ihre Kritiker. Der Philosoph Peter Abelard, bekannt für seine tragische Liebesbeziehung zu seiner Schülerin Heloise, verurteilte frühe Ehen. In einem seiner Briefe schrieb er: „Das Joch der Ehe ist ein schweres und sollte daher nicht um den Hals von Kindern gehängt werden." Seine Worte, obwohl zur damaligen Zeit kontrovers, zeigen ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Herausforderungen, die frühe eheliche Verpflichtungen mit sich bringen. Im Schatten des Turms, der Einfluss der Kirche auf die mittelalterliche Ehe. Imposant und immer wachsam war die Kirche im Mittelalter ein unerschütterlicher Eckpfeiler der Gesellschaft. Ihre Reichweite erstreckte sich auf jeden Aspekt des Lebens und die Ehe bildete da keine Ausnahme. In dieser Zeit verzeichnete die Kirche eine deutliche Zunahme ihrer Macht, Ehen zu regulieren. Sie lenkte das Persönliche in Richtung Spirituelles und steuerte gesellschaftliche Normen mit unerschütterlicher Hand. Einer der frühesten und tiefgreifendsten Veränderungen war die Erklärung der Kirche, dass die Ehe ein heiliges Sakrament ist. Um das 12. Jahrhundert herum, unter der Führung von Papst Alexander III., machte die Kirche Fortschritte, um das Sakrament der Ehe vollständig zu etablieren. Diese Veränderung heiligte das persönliche Engagement zwischen den Ehepartnern und verwandelte es in ein vor Gott gemachtes Gelübde. Eine solche Erhöhung der Ehe bereitete den Weg für eine tiefere Beteiligung der Kirche an Eheangelegenheiten. Ein wichtiger Bereich dieser Beteiligung waren die kirchlichen Verbote der Blutsverwandtschaft, also der Ehe zwischen engen Verwandten. Diese Verbote wurden während des Konzils von Agde im Jahr 506 eingeführt und gingen durch viele Iterationen, um ihren Höhepunkt während des 4. Laterankonzils von 1215 zu erreichen. Diese Versammlung, geleitet von Papst Innozenz III., verbot die Ehe bis zum 4. Grad der Blutsverwandtschaft, was in heutigen Begriffen den ersten Cousins entspricht. Dieser Schritt, der darauf abzielte, die Konzentration von Macht innerhalb adliger Familien zu verhindern, beeinflusste stark die ehelichen Allianzen der Periode. Mit ihrer verstärkten Rolle arbeitete die Kirche auch daran, die Heiligkeit der Ehe zu schützen. Ihre Haltung zur ehelichen Zustimmung ist bemerkenswert. Nach dem einflussreichen Kanonisten Gratians Decretum, einem rechtlichen Text des 12. Jahrhunderts, macht die Zustimmung der beteiligten Parteien eine Ehe. Diese Erklärung betonte die Notwendigkeit der gegenseitigen Zustimmung und legte den Grundstein für gerechtere eheliche Beziehungen. Die Kirche beeinflusste auch die öffentliche Wahrnehmung der Ehe und nutzte dabei Kanzel und Feder als Werkzeuge. Die Werke des heiligen Augustinus, eines prominenten Theologen des frühen Mittelalters, spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der kirchlichen Lehre über die Ehe. Seine Ansicht von der Ehe als Mittel zur Fortpflanzung und zur Verhinderung der Sünde hallte durch die gesamte Epoche. Es gab jedoch Grenzen für die Reichweite der Kirche. Trotz ihrer Verkündigungen umgingen viele gewöhnliche Leute oft an den Formalitäten der Kirche vorbei und entschieden sich für das, was Historiker als heimliche Ehen bezeichnen. Diese Vereinigung, die oft ohne den Segen eines Priesters oder ohne dass die Aufgebote verlesen wurden, wurden als gültig angesehen, wenn beide Parteien ihre Zustimmung ausdrückten. Diese Praxis, obwohl sie nicht im Einklang mit den Richtlinien der Kirche stand, offenbart das komplexe Zusammenspiel zwischen kirchlicher Autorität und populärer Praxis.
Gelübde und Schleier, die Kunst der mittelalterlichen Hochzeitszeremonien. Als die lattierten Fenster einer mittelalterlichen Kirche das frühe Morgenlicht hereinlassen, summt die Luft vor Vorfreude. Es ist der Tag einer Hochzeit, ein großes Ereignis im Mittelalter, bei dem nicht nur zwei Seelen, sondern auch ihre Familien, Vermögen und Zukunft miteinander verflochten wurden. Die Zeremonie war ein Spektakel, ein lebendiges Tableau von Bräuchen, Traditionen und einem exquisit choreografierten Austausch von Gelübden. Hochzeitszeremonien im Mittelalter, insbesondere unter dem Adel, waren nicht nur private Veranstaltungen, sie waren gesellschaftliche Spektakel voller Prunk und Pomp. Im Reich England war die Vereinigung von König Heinrich II. Und Eleonore von Aquitanien im Jahr 1152 ein solches Ereignis. Eleonore, auf einem in Pracht gekleideten Pferd, wurde von Adligen zu der Kathedrale geführt, wo Heinrich auf sie wartete. Ihre Hochzeitszeremonie war eine großartige Angelegenheit, über die in den folgenden Jahren in gedämpften Tönen und ehrfürchtigen Flüstern gesprochen wurde. Eine typische Zeremonie würde an der Türschwelle der Kirche beginnen, oft unter der Hochzeitstür. Dort würden das verlobte Paar öffentlich ihre Absicht zur Heirat erklären, vor einer Versammlung von Verwandten und Geistlichen feierliche Versprechen abgeben. Dies war das Sponsalia de Presenti, ein rechtlich bindender Austausch von Zustimmungen. Als die Braut erklärte, ich nehme dich zu meinem angetrauten Ehemann, und der Bräutigam erwiderte, waren sie in den Augen der Kirche und der Gemeinschaft effektiv verheiratet. Der Austausch von Ringen war ein weiteres bedeutendes Ritual. Während der Bräutigam den Ring am Finger der Braut platzierte, würde er oft sagen, mit diesem Ring verheirate ich dich. Eine merkwürdige Sitte der Zeit war es, den Ring am Daumen der Braut zu platzieren und zu sagen, im Namen des Vaters, dann am Zeigefinger und des Sohnes und schließlich am Mittelfinger und des Heiligen Geistes, bevor er ihn mit einem kraftvollen Amen auf dem vierten Finger ablegte. Dann würde die Zeremonie ins Innere der Kirche verlegt, wo ein Priester die Vereinigung segnen würde, eine Tradition, die in den schönen Gewölben mittelalterlicher Kathedralen nachhallte. Die Hochzeitsmesse war eine aufwendige Angelegenheit, mit Hymnen und Lesungen, die dem Paar ein Gefühl für die heiligen Pflichten vermitteln sollten, die sie übernahmen. Hochzeiten waren auch eine Gemeinschaftsangelegenheit. Die mittelalterliche Praxis des Homing, die in Regionen wie Yorkshire verbreitet war, veranschaulicht dies. Nach der Kirchenzeremonie würde die Hochzeitsgesellschaft zum Haus der Braut gehen, wo sie ihr Bett mit Blumenblättern bestreuen würden, symbolisch für Fruchtbarkeit und Wohlstand. Sie würden dann ein Kind ins Bett stecken, um es für das Paar zu wärmen, ein einzigartiger Brauch, der die Rolle der Gemeinschaft bei der Pflege der zukünftigen Familie der Neuvermählten unterstrich. Nach den feierlichen Kirchenriten folgten oft Festlichkeiten und Fröhlichkeit. Bei der Hochzeit von König Richard II. Mit Anne von Böhmen im Jahr 1382 soll das Fest ein üppiges Ereignis mit Hunderten von Gerichten gewesen sein, die den Gästen in der Westminster Hall serviert wurden. Musik, Gaukler und Prunk füllten die Luft, während die Feierlichkeiten bis spät in die Nacht andauerten. Ein Fest der Liebe, Ausgelassenheiten und Festmahle mittelalterlicher Hochzeiten. Es gibt eine gewisse greifbare Magie bei einem mittelalterlichen Hochzeitsfest. Es ist eine Orchestrierung von Fröhlichkeit und Tradition, ein Tableau aus reichen Stoffen, dem Klang von Lauten und Lyren, dem Klirren von Bechern und dem Zischen von saftigen Braten über offenen Feuern. Lassen Sie uns die Alleen der Geschichte entlang spazieren, um die Feierlichkeiten zu entdecken, die die Ehe im Mittelalter umgaben. Das Fest war nicht nur eine Feier, sondern auch eine Demonstration des Reichtums und des sozialen Ansehens der Familien. Das Spektakel der Hochzeit von König Eduard II. Mit Isabella von Frankreich im Jahr 1308 wurde wegen seiner Verschwendungssucht in Erinnerung behalten. Es gab 30 Gänge, jeder üppiger als der letzte, darunter Wildschwein, Hirsch, Pfauen in ihrem Federkleid und mit Juwelen besetzte Zuckerfiguren. Dies war nicht bloße Gastronomie. Es war eine theatralische Darbietung, bei der die Köche die Maestros und die Gerichte ihre Symphonie waren. Musik, ein unverzichtbarer Teil jeder Feier, bildete die Seele dieser Feste. Die Hochzeit von Heinrich, dem V. von England und Katharina von Valois im Jahr 1420 wurde durch zauberhafte Melodien geprägt, die in den Kapellen von Troyes nachhalten. Minnesänger, die Lauten und Harfen spielten, gaben den Rhythmus für die Nacht vor. Ihre Musik
ein harmonischer Kontrapunkt zur Ausgelassenheit um sie herum. Die Gäste tanzten zu lebhaften Melodien. Ihre Bewegungen spiegelten die Freude und Hoffnung wider, die das frisch verheiratete Paar inspirierte. Unterhaltung war ein weiterer integraler Bestandteil dieser Festlichkeiten. Narren und Minnesänger wurden oft eingeladen, um aufzutreten. Sie füllten die großen Hallen mit Lachen und Applaus. Die Hochzeit von Philippa von England und Erik von Pommern im Jahr 1406 wurde wegen der Vielfalt der angebotenen Unterhaltungen bemerkt. Turniere, in denen Ritter justeten und rangen, unterhielten die Gäste tagsüber, während der Abend mit Geschichten und Liedern von geschickten Erzählern und Musikern gefüllt war. Hochzeitsspiele, manchmal an der Grenze zur Ausgelassenheit, waren ebenfalls Teil der Feierlichkeiten. Ein solches Spiel, bekannt als der Brauch des Flitch of Bacon, war in Dunmow, England, beliebt. Wenn ein Ehepaar ein Jahr und einen Tag nach ihrer Hochzeit schwören konnte, dass sie ihre Vereinigung nicht bereut hatten, würden sie ein Stück Speck gewinnen. Dieser Brauch, ein spielerischer Kommentar zur ehelichen Harmonie, trug zur Heiterkeit und Fröhlichkeit der Feier bei. Prozessionen waren ebenfalls Teil der Festlichkeiten, eine Gelegenheit für die Gemeinschaft, an dem freudigen Ereignis teilzunehmen. Bei der Hochzeit von Eduard I. und Eleonore von Kastilien im Jahr 1254 waren die Straßen von Burgos, Spanien, voller begeisterter Zuschauer, als das Paar durch die Stadt ritt, ein Schauspiel aus Prunk und Fanfaren. Diese Prozessionen beinhalteten oft Musik und Aufzüge, die die Stadt in ein lebendiges Gewebe aus Farbe und Klang verwandelten. Das Binden des Knotens, die stillen Eide der mittelalterlichen Ehe. Im lebhaften Gewebe des mittelalterlichen Lebens waren Ehen mehr als eine Liebesbeziehung. Sie waren Verbindungen, die in Pflicht und ernsten Verpflichtungen eingetaucht waren, die sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau erfüllen sollten, wie es die gesellschaftlichen Normen und die Kirche vorschrieben. Jeder Teil einer Ehe wurde mit spezifischen Rollen betraut, die den anderen ergänzten und das reibungslose Funktionieren ihres häuslichen Lebens unterstützten. Lassen Sie uns in die Zeit des Königs Ludwig, dem 9. von Frankreich, zurückversetzen, der für seine Frömmigkeit und Gerechtigkeit bekannt war. Er sagte einmal, ein Mann sollte seine Frau als seine Gefährtin lieben und sie nicht der Knechtschaft unterwerfen. Seine Frau, Königin Margarete, war bekannt für ihre scharfsinnige Verwaltung ihres riesigen Haushalts. Ihre Union zeigte den gegenseitigen Respekt und die gemeinsamen Pflichten, die die Ideale einer mittelalterlichen Ehe waren. Der Mann galt als das Haupt des Haushalts, verantwortlich für den Schutz seiner Frau und Kinder, die Versorgung ihrer Bedürfnisse und die Vertretung der Familie in rechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Diese Verantwortung war nicht nur soziokulturell, sondern wurde durch das Gesetz der Kuvertüre in England durchgesetzt. Es besagte, dass bei einer Heirat die rechtlichen Rechte und Verpflichtungen einer Frau unter die Identität ihres Ehemannes subsumiert wurden. Dieses Gesetz blieb bis zum späten 19. Jahrhundert bestehen. Die Frau war jedoch keineswegs ein untätiges Wesen. Sie war das Herz des Haushalts. Sie verwaltete die häuslichen Arbeiten, erzog die Kinder und überwachte manchmal sogar die Finanzen. Ein Beispiel ist Lady Agnes Randolph von Dunbar, die eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung der Burg ihrer Familie gegen die Engländer während des Zweiten Krieges der schottischen Unabhängigkeit im Jahr 1338 spielte. Während ihr Ehemann im Kampf war, führte Lady Agnes die Verteidigung der Burg mit solchem Mut, dass sie den Beinamen Black Agnes verdiente. Ihre Geschichte symbolisiert die unerschütterliche Stärke, die mittelalterliche Ehefrauen oft zeigten. Auch die Kirche spielte eine entscheidende Rolle bei der Vorschreibung ehelicher Pflichten. Die Lehren des heiligen Paulus, wie sie in Epheser 5, 22 bis 33 dargelegt sind, wurden als Anweisungen für eheliche Pflichten interpretiert. Ehefrauen wurde geraten, sich ihren Ehemännern so zu unterwerfen wie dem Herrn, während Ehemänner dazu ermutigt wurden, ihre Ehefrauen so zu lieben, wie Christus die Kirche liebte und sich für sie opferte. Diese Lehren bildeten das Fundament des mittelalterlichen Verständnisses von ehelichen Pflichten. Darüber hinaus hielten die Regeln der Ehe, verfasst vom 13. Jahrhundert Pariser Gelehrten Andreas Capellanus, Einfluss auf das Verständnis der ehelichen Pflichten. Sie betonten gegenseitigen Respekt und Treue und unterstrichen die Bedeutung von Ehrlichkeit und Engagement in einer ehelichen Beziehung.
Capellanus' Abhandlung diente als Leitfaden, der detailliert beschrieb, wie Ehemänner und Ehefrauen einander behandeln sollten. In der mittelalterlichen Gesellschaft wurde die Verletzung ehelicher Pflichten als schweres Vergehen betrachtet. Dies zeigt die Geschichte von Francesca da Rimini, einer Figur aus Dantes Göttlicher Komödie. Francesca, gefangen in einer unglücklichen Ehe, verliebte sich in den jüngeren Bruder ihres Ehemannes. Als ihr Ehemann ihre Affäre entdeckte, nahm er Francescas Leben. In Dantes Inferno sind Francesca und ihr Liebhaber im zweiten Kreis der Hölle gefangen, gequält von Winden, die die Leidenschaften symbolisieren, die sie auf Abwege führten. Diese Geschichte diente als drastische Warnung vor den Konsequenzen der Verletzung ehelicher Pflichten. Als der Tag auf die Nacht traf, der unausgesprochene Tanz mittelalterlicher Hochzeiten. Im zarten Zwielicht des Hochzeitstages begann ein neues Kapitel im Leben eines mittelalterlichen Paares. Dieser intime Zeitpunkt, gekennzeichnet durch die Vollziehung ihrer Ehe, war eingehüllt in ein Netz von Bräuchen und Erwartungen. Die Hochzeitsnacht, ihr erster Tanz im privaten Bereich, war ein entscheidender Teil ihrer Reise, der erheblich von kulturellen Normen und gesellschaftlichen Einstellungen zur Brautwerbung innerhalb der Ehe geprägt war. Im mittelalterlichen Europa war dieser zarte Tanz von großer Bedeutung, da er die Ehevereinigung festigte. Als Teil der Bettzeremonie wurden die Frischvermählten oft von Hochzeitsgästen in einer ausgelassenen Prozession voller spielerischer Scherze zu ihrer Kammer begleitet. Der Zweck bestand darin, die Anspannung abzubauen und einen intensiven Moment in eine heitere Feier zu verwandeln. Anekdoten von diesem Ritual gibt es zuhauf. Zum Beispiel im Jahr 1468, als Margarete von York-Karl den Kühnen von Burgund heiratete, machte der Herzog von Burgund eine aufwendige Show daraus, das Schlafzimmer seiner Schwiegertochter zu verlassen, nachdem er sie ins Bett gebracht hatte, was auf die folgende sanktionierte Intimität hindeutete. Diese erste Nacht geteilter Privatsphäre hatte auch rechtliche Auswirkungen. Wie John of Salisbury, ein englischer Autor und Bildungsförderer des 12. Jahrhunderts, bemerkte: Eine Ehe wird durch Brautwerbung bestätigt oder durch die freiwillige körperliche Umarmung beider Parteien. So spielte der Vollziehungsakt eine Rolle bei der Sicherung der ehelichen Bindung gegen spätere Anfechtungen. Auch die Kirche hatte einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung der Brautwerbung innerhalb der Ehe. Der heilige Augustinus, ein einflussreicher Kirchenvater, gab der Stimmung seiner Zeit Ausdruck, als er schrieb: Die körperliche Vereinigung mit selbst einer rechtmäßigen Ehefrau ist unrechtmäßig und verwerflich, wenn die Empfängnis von Nachkommen verhindert wird. So wurde die Fortpflanzung als der Hauptzweck der Brautwerbung innerhalb der Ehe angesehen. Allerdings war sie nicht frei von Zärtlichkeit und Zuneigung. In »Die Kunst der höfischen Liebe«, schrieb Andreas Capellanus, »Liebe ist ein angeborenes Leiden, das aus dem Anblick und dem maßlosen Nachdenken über die Schönheit der anderen Person hervorgeht.« Obwohl Capellanus sich hauptsächlich auf romantische Liebe außerhalb der Ehe konzentrierte, durchdrangen seine Gedanken auch die eheliche Kammer und milderten die vorrangig auf Fortpflanzung ausgerichtete Absicht der Brautwerbung innerhalb der Ehe. Darüber hinaus variierten die Einstellungen zur ehelichen Brautwerbung je nach gesellschaftlicher Klasse. Während der Adel oft aus politischen Allianzen heraus heiratete und daher möglicherweise eine zurückhaltendere Beziehung führte, hatten die einfachen Leute, die in der Regel aus persönlicher Wahl heirateten, wahrscheinlich eine andere, liebevollere Dynamik. Ein anschauliches Beispiel ist das Gedicht »Die Klage der Ehefrau«, das im Exeter Buch zu finden ist, einer Sammlung von altenglischer Poesie aus dem 10. Jahrhundert. Dieses emotionale Lied spricht von der Sehnsucht einer Ehefrau nach ihrem weit entfernten Ehemann und zeigt, dass Zuneigung und emotionale Intimität innerhalb mittelalterlicher Ehen eine Rolle spielten. Das Lösen des Knotens, das Labyrinth der mittelalterlichen Trennungen. Das Zeitalter des Mittelalters hatte seinen fairen Anteil an ehelichen Turbulenzen. Wenn die Harmonie der Vereinigung ins Wanken geriet, war die rechtliche Trennung eines Ehemannes und einer Ehefrau ein labyrinthartiger Prozess, der durch kulturelle Normen, gesellschaftliche Erwartungen und religiöse Doktrin verschleiert wurde. In den Augen der mittelalterlichen Kirche war die Unauflöslichkeit der Ehe ein unverletzliches Dogma. Die Scheidung, wie wir sie heute verstehen, war fast nicht existent. Allerdings gab es zwei Alternativen für diejenigen, die durch turbulente eheliche Gewässer navigierten.
die Annullierung und die Trennung von Bett und Tisch, bekannt als Divorzium. Die Annullierung, die Auflösung einer Ehe, als ob sie nie existiert hätte, war unter bestimmten Umständen zulässig. Der Fall von König Ludwig dem VII. Von Frankreich und seiner Frau, Eleonore von Aquitanien, im Jahr 1152 steht als prominentes Beispiel. Ihre Ehe wurde wegen Blutsverwandtschaft, sie waren dritte Cousins, annulliert. Nach der Annullierung behielt Eleonore ihre riesigen Ländereien und heiratete bald Heinrich Plantagenet, den zukünftigen König Heinrich II. Von England, was die Machtverhältnisse in der Region erheblich verschob. Divorzium hingegen war eine Form der rechtlichen Trennung, die die Ehe nicht auflöste, aber den Ehepartnern erlaubte, getrennt zu leben. Dies könnte aus einer Reihe von Gründen gewährt werden, wie Grausamkeit, Verlassung oder Nichterfüllung der ehelichen Pflichten. Aber auch dieser Weg war mit Hindernissen gespickt. Der Gelehrte des 12. Jahrhunderts, Gratian, betonte in seinem Decretum Gratiani, einem grundlegenden Text des kanonischen Rechts: Es ist nicht rechtmäßig, dass ein Mann eine Frau entlässt, es sei denn, es gibt einen Grund für eheliche Untreue. Doch wie viele Regeln fanden auch diese ihre Ausnahmen in den Launen des menschlichen Lebens? Die berühmte Geschichte aus dem 11. Jahrhundert von Gräfin Emma von der Normandie und König Ethelred dem Unfertigen, obwohl keine Scheidung oder Annullierung, ist beispielhaft. Emma, unglücklich mit ihrem Ehemann, zog sich auf ihre Ländereien in der Normandie zurück und trennte sich so effektiv von Ethelred. Bemerkenswerterweise verurteilte die Kirche sie dafür nicht. So bot die mittelalterliche Periode zwar begrenzte Möglichkeiten zur Auflösung unglücklicher Ehen, war aber nicht völlig ohne Rechtsmittel. Die Fäden der ehelichen Zwietracht wurden sowohl in den Gerichtshöfen der Kirche als auch des Adels entwirrt, wobei ihre Urteile oft nicht nur religiöse Grundsätze, sondern auch politische Motivationen und gesellschaftliche Erwartungen widerspiegelten. Eheliche Machtkämpfe, das Schachbrett der mittelalterlichen Ehe. Die feierliche Vereinigung der Ehe im Mittelalter wurde oft als ein komplexes Schachspiel gesehen, gespielt auf einem Brett, das mit Territorien, Reichtum und Einfluss markiert war. Tatsächlich waren eheliche Verbindungen dieser Ära oft strategische, politisch motivierte Unternehmungen, die in das sehr Gewebe der gesellschaftlichen Stabilität und der Machtverhältnisse eingewoben waren. Eine bekannte Illustration dieser strategischen Allianzen ist die Ehe zwischen Isabella von Angoulême und König Johann, dem ersten von England im Jahr 1200. Kaum ein Teenager war Isabels Verlobung ein Machtkampf, der dazu dienen sollte, Ländereien und Allianzen zu konsolidieren. Die strategische Position ihrer Familie in Aquitanien machte die junge Isabella zu einem verlockenden Stück auf dem mittelalterlichen Schachbrett, eine Tatsache, die König Johann ausnutzte, um seinen Griff auf die reichen, umstrittenen Ländereien im Süden Frankreichs zu festigen. Ihre Vereinigung führte jedoch zu Spannungen, die zum Ausbruch des Krieges zwischen Johann und seinem französischen Rivalen führten. Weiter östlich, im Jahr 1474, verschoben sich die Machtverhältnisse Europas mit der Ehe von Isabella, der Ersten von Kastilien, und Ferdinand dem Zweiten von Aragon. Diese Allianz war mehr als die Vereinigung zweier Herzen. Es war die Verschmelzung zweier Königreiche, die ein vereinigtes Spanien schufen und den Grundstein für ein Reich legten. Ihre eheliche Allianz war ein Schachzug, der ihre Macht festigte und eine Ära der Entdeckung und Expansion einläutete, die die Welt verändern würde. Inzwischen, jenseits des Ärmelkanals im Herzen Englands, war die Ehe ein Mittel zum Aufstieg auf der sozialen Leiter. Kaufmannsfamilien nutzten die Ehe oft, um Allianzen mit dem Adel zu sichern. Ein bekanntes Beispiel ist die Ehe zwischen Alice de la Pole und Thomas Chaucer im 14. Jahrhundert. Thomas, der Sohn des renommierten Autors Geoffrey Chaucer, heiratete Alice, die Enkelin eines wohlhabenden Kaufmanns. Diese eheliche Allianz verschmolz Handel und Adel und unterstrich die Flexibilität der gesellschaftlichen Strukturen im Mittelalter. Interessanterweise gelang es Frauen im Mittelalter, obwohl sie oft als politische Bauern gesehen wurden, gelegentlich das Spiel selbst zu lenken. Eleonore von Aquitanien, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des 12. Jahrhunderts, steht als Symbol für solche Ressourcen. Ursprünglich verheiratet mit König Ludwig dem VII. Von Frankreich, wurde ihre Ehe im Jahr 1152 wegen des Fehlens eines männlichen Erben annulliert.
Eleanor ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht schachmatt setzen. Stattdessen heiratete sie schnell erneut, diesmal Henry Plantagenet, der später König Heinrich II. Von England werden würde. Dieser Schritt verschob drastisch das Kräftegleichgewicht in Europa und bewies, dass selbst im mittelalterlichen Spiel der ehelichen Allianzen Königinnen manchmal das Brett beherrschen konnten. Die zärtlichen Schachfiguren, Erben und Erbe in mittelalterlichen Hochzeitstraditionen. Im Herzen vieler mittelalterlicher Verbindungen lag die Hoffnung auf Kindern, die greifbare Verlängerung einer Abstammungslinie, eine Konsolidierung der Macht und die Erben, die den Familiennamen weitertragen würden. Diese überzeugende Erwartung ist durchzogen von den Geschichten von Königen und Königinnen, Rittern und Adligen, ihren Hoffnungen, Kämpfen und manchmal ihrer Verzweiflung. Heinrich II. Von England und Eleonore von Aquitanien, die im Jahr 1152 heirateten, gehörten zu den berühmten Paaren, die sich in dem Netz der elterlichen Erwartungen und Verpflichtungen gefangen fanden. Zusammen brachten sie einen Schwung von 8 hervor, darunter 3 Söhne, die jeweils auf dem englischen Thron sitzen würden. Heinrichs Wunsch nach einer starken Abstammungslinie würde jedoch letztlich seine Beziehung zu seinen Söhnen belasten, was in ihrer berüchtigten Rebellion gegen ihn gipfelte. Es war eine starke Erinnerung an die potente Mischung aus Familienbanden und politischem Ehrgeiz. Über den Ärmelkanal hinweg, im Königreich Frankreich, entfaltete sich die Geschichte von König Ludwig VII. Und seiner ersten Frau, Eleonore von Aquitanien, anders. Ihre Heirat im Jahr 1137 brachte große Hoffnungen auf die Geburt eines Erben, der die Kapetinger Dynastie fortsetzen konnte. Als die Jahre vergingen und kein Sohn kam, wuchs der Druck. Ihre schließliche Trennung im Jahr 1152 war ein Zeugnis für das enorme Gewicht, das die Verpflichtung zur Produktion von Erben mit sich brachte. Die Sehnsucht nach Nachkommen war nicht nur den Monarchen vorbehalten. In der mittelalterlichen Gesellschaft waren Kinder ein Symbol für Wohlstand und Kontinuität, insbesondere unter adligen und wohlhabenden Kaufleuten. In der grünen Grafschaft Cornwall ist die Erzählung von Sir John de Carmino im späten 14. Jahrhundert ziemlich aufschlussreich. Nach dem unglücklichen Tod seiner Frau entschied er sich, nicht wieder zu heiraten und konzentrierte sich darauf, seine 2 Töchter großzuziehen. Seine Entscheidung spricht Bände über den auf Kinder gelegten Wert, da er effektiv die Chance auf einen männlichen Erben aufgab, um das Erbrecht seiner Töchter zu schützen. Doch nicht jede Geschichte war eine von Kampf oder Trauer. In den reichen, geschäftigen Handelsstädten Flanderns war es nicht ungewöhnlich, dass wohlhabende Kaufleute zahlreiche Kinder hatten. Jacques de Châtillon, ein wohlhabender flämischer Kaufmann des 13. Jahrhunderts, hatte 6 Kinder mit seiner Frau Marie. Fernab von den Intrigen der königlichen Höfe etablierten sie eine Abstammungslinie, die sich in die Zukunft erstrecken würde und zur Wohlstand und Einfluss ihrer Stadt Gent beitragen würde. Anekdoten über die Bedeutung von Erben in mittelalterlichen Ehen hallen noch immer in unserem kollektiven Gedächtnis wider. Ein ergreifendes Zitat von Königin Maria, die erste von England, fasst dieses Gefühl ziemlich tiefgreifend zusammen. Als sie fälschlicherweise glaubte, ein Kind zu erwarten, sagte sie: »Wenn ich tot und geöffnet bin, werdet ihr Calais in meinem Herzen liegen finden.« Obwohl sie sich auf den Verlust von Calais an Frankreich bezog, erfassen ihre Worte das tief sitzende Verlangen und den Herzschmerz, keinen Erben zu zeugen. Gewebte Seiden und aufgeraute Häute, das Geflecht der mittelalterlichen Ehe über Klassengrenzen hinweg. Die soziale Klasse im Mittelalter war so klar wie der Unterschied zwischen einem königlichen purpurnen Samtkleid und einer hausgemachten Wolltunika. Sie berührte jeden Aspekt des Lebens, einschließlich der intimen Sphäre der Ehe. Die Riten der Werbung und die Eheverhandlungen unterschieden sich stark zwischen den privilegierten wenigen und den vielen arbeitenden Händen und hinterließen eine scharfe Kluft in der Erfahrung von Liebe, Leben und Abstammung. Ein Schnappschuss dieser Kluft kann im 12. Jahrhundert in England gesehen werden, insbesondere am Hof von König Heinrich II. Die Ehe des Königs mit der formidablen Eleonore von Aquitanien war ein großes Ereignis, sorgfältig geplant, ostentativ zur Schau gestellt und vor allem politisch motiviert. Als Mitglieder der höchsten Gesellschaftsschichten ging es in ihrer Verbindung nicht einfach um persönliche Affinität, sondern um eine Konsolidierung der Macht. Es war eine gängige Praxis unter dem Adel,
die uns an die Worte von König Heinrich selbst erinnert: Die Ehe eines Königs ist keine Frage der persönlichen Vorliebe. Während königliche und adelige Ehen sorgfältig inszenierte politische Aufführungen waren, hatten die einfachen Leute eine etwas andere Geschichte zu erzählen. Ihre Verbindungen, oft verwurzelt in gemeinsamer Arbeit und den Praktiken des Lebens, waren weniger von der Politik der Macht und mehr von gegenseitiger Zusammenarbeit und wirtschaftlicher Rentabilität beeinflusst. Die Werbung zwischen Peter und Marjorie, zwei Bürgern aus der Stadt Beverly im 14. Jahrhundert, hebt diesen Kontrast hervor. Ihr Verlöbnis, ohne königliches Dekret oder Landzuschuss, wurde über einer bescheidenen Mahlzeit aus Brot und Käse besiegelt. Ihre Liebesgeschichte wurde am Rande der Geschichte erzählt. Das Leben nach der Ehe setzte diese Diskrepanz fort. Königliche und adelige Ehefrauen, wie Königin Isabella von Frankreich, die Ehefrau von Eduard II., waren oft in die Machenschaften des Hofes verwickelt, verwalteten riesige Ländereien, diplomatische Beziehungen und verwickelte Einflussnetze. Ihre Rollen waren entscheidend für die Erhaltung der Macht und des Ansehens ihrer Familien. Im starken Kontrast dazu teilten Bäuerinnen wie Joan von Kent, die während der Regierungszeit von Eduard III. Lebte, die mühsame Arbeit auf dem Bauernhof mit ihren Ehemännern, während sie ihre Häuser unterhielten und ihre Nachkommen großzogen. Bemerkenswert ist der merkwürdige Fall von Serlo de Mercer, einem wohlhabenden Kaufmann aus London im 12. Jahrhundert. Obwohl er von Geburt an ein Gemeiner war, häufte Serlo durch den Handel erheblichen Reichtum an. Die Heirat seines Sohnes mit einer Adelsdame, ein in der Tat seltenes Ereignis, illustriert den Einfluss von wirtschaftlichem Wohlstand beim Aufstieg auf der sozialen Leiter und verwischt die Grenzen zwischen Adel und wohlhabenden Bürgern. Eine Erforschung der mittelalterlichen Ehe über Klassengrenzen hinweg wäre unvollständig ohne die Erwähnung der faszinierenden Figur von Marie de France, einer Dichterin des 12. Jahrhunderts. Obwohl ihr Adelsstand in ihrem verfeinerten literarischen Werk deutlich wird, stellt ihre Entscheidung, unverheiratet zu bleiben und sich stattdessen auf ihre literarischen Bestrebungen zu konzentrieren, eine ungewöhnliche Abweichung von den traditionellen Pfaden sowohl adliger als auch bürgerlicher Frauen dar. In den zeitlosen Worten des unsterblichen Dramatikers William Shakespeare, der am Ende des Mittelalters lebte: Der Lauf der wahren Liebe war noch nie glatt. Diese Worte hallen durch die Zeiten und erinnern uns daran, dass Liebe, Werbung und Ehe, unabhängig von Zeit und Ort, mit Freuden und Prüfungen, Herzschmerz und Siegen, Politik und Leidenschaften behaftet sind. Zum Abschluss unserer Reise durch die verschlungenen Pfade der mittelalterlichen Ehe laden wir Sie ein, diese Geschichten bei sich zu tragen und sie ihre Weisheit und ihren Charme in das Gewebe ihres eigenen Lebens einweben zu lassen, einen weiteren reichen Faden zu dem sich ständig weiterentwickelnden Geflecht menschlicher Verbindung hinzufügend.